Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Der Anlass für dieses Video ist, weil ich mich so ein bisschen durch die Kommentare im Channel durchgeklickt habe und habe da einen Kommentar gesehen, ich schaue mal gerade hier rein, da ging es um Aussagen von Schornsteinfegern. Da hat ein Zuschauer drei Schornsteinfeger unabhängig voneinander befragt und die haben alle drei gesagt, eine Heizungswartung, die ist überflüssig, das ist Geldschneiderei. Diese Aussage ist natürlich kompletter Quatsch und sogar auch noch gefährlich. Und was es noch so für falsche Aussagen oder vielleicht Missverständnisse zwischen Schornsteinfeger, Handwerker und dem Endkunden gibt, das wollen wir hier bei SHK Info mal zum Thema nehmen. Schauen wir uns das doch mal an. Fangen wir als erstes mal an mit dem Thema Heizungswartung, also mit der Aussage, dass das total überflüssig ist. Es gibt dazu Gesetze, es gibt DIN-Normen und es gibt Herstellervorgaben, die genau sagen, dass eine Heizungswartung zu machen ist und auch in welchem Intervall man die machen soll. Also die Aussage, das ist überflüssig, die ist einfach falsch und total unqualifiziert. Wie kommt das jetzt, dass ein Schornsteinfeger sowas sagt? Gut, es wird in den meisten Fällen der Schornsteinfeger Geselle bei euch vor Ort gewesen sein, wenn er denn sowas gesagt hat. Und gut, die Aussage, ja, er ist halt der Geselle, er ist ein Handwerker, das könnte halt eine Falschaussage sein. Ihr könnt aber mal euren Bezirksschornsteinfegermeister fragen, ob er euch diese Aussage auch schriftlich geben würde. Das wird er wahrscheinlich nicht tun, denn damit würde er sich rechtlich gesehen auf sehr dünnes Eis begeben. Es gibt mit der Zusammenarbeit Schornsteinfeger, Handwerker und Endkunde noch ein paar weitere Missverständnisse und die klären wir jetzt. Ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die so bei uns auch schon passiert sind. Da haben wir natürlich mit dem Schornsteinfeger auch jedes Mal drüber gesprochen. Aber das sind so Sachen wie eine Zirkulationspumpe ausstecken. Klar, das spart Strom, aber wer den Kanal hier verfolgt, der weiß ganz genau, das ist nicht in Ordnung. Eine Zirkulationspumpe, die muss laufen und darf maximal für 8 Stunden am Tag abgeschaltet werden. Oder auch eine Heizungsumwälzpumpe runterstellen von der Leistung her, kann man machen. Dann wird nur der letzte Heizkörper vielleicht nicht warm. Auch so Sachen wie Temperaturen an der Regelung kleiner stellen oder auch die Warmwassertemperatur runterstellen, die soll ja mindestens bei 55 Grad sein, sollte er nicht tun. Es gibt Schornsteinfeger, die machen das in dem guten Glauben, dann spart der Kunde ein bisschen Energie. Ja, auf der anderen Seite, wenn die Anlage nicht richtig funktioniert, wen ruft ihr denn dann an? Genau, den Heizungsmonteur. Und wenn der vielleicht sogar im Notdienst kommen muss, dann kostet er euch das Geld. Euer Geld, denn der Schornsteinfeger, der zahlt das dann nicht. Der hat an eurer Regelung rumgeschraubt oder rumgestellt. Ja, und wir müssen dann kommen und eine Rechnung schreiben, um es wieder richtig einzustellen. Also mein Tipp, lasst den Schornsteinfeger ausschließlich seine Arbeiten als Schornsteinfeger machen. Die anderen Sachen, da kann er euch ja gerne beraten, aber fragt dazu am besten nochmal euren Heizungsinstallateur, ob das denn so in Ordnung ist, wenn man das so einstellt. Und jetzt habe ich noch was für euch. Ich wollte euch mal ein Beispiel geben, was es denn heißt, wenn der Schornsteinfeger sagt, die Anlage hat top super Werte. Das heißt nämlich noch lange nicht, dass eure Heizung auch wirklich top super ist. Denn die Abgasmessung selber sagt nicht viel über den Gesamtzustand der Anlage aus. Und so habe ich es bei uns letzte Woche auch schon wieder erlebt. Da hat ein Schornsteinfeger die Abgasmessung gemacht und wir waren kurze Zeit später nochmal da und haben den Kessel dann geprüft. Ja, und das kann ich euch hier oben auf dem Foto mal zeigen. Schaut euch das doch mal an. Der Kessel von innen komplett verdreckt alles, aber die Aussage vom Schornsteinfeger, alles tipptopp in Ordnung. Okay, so viel einmal dazu. Und wie ihr das so ein bisschen vergleichen könnt, ist so ähnlich wie bei einem Auto. Da gibt es ja auch einmal den TÜV, der prüft das Auto auf Sicherheit. Und es gibt einmal die Kfz-Inspektion, wo dann halt Verschleißteile oder Filter ausgetauscht werden. Genauso ist es auch bei der Heizungswartung oder bei der Heizungsanlage. Da gibt es einmal den Schornsteinfeger, der die Betriebssicherheit prüft. Und einmal unsere Heizungswartung vom Fachinstallateur, der dann auch die ganzen Wartungsarbeiten übernimmt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen mithelfen. Vielleicht hat der ein oder andere mit seinem Schornsteinfeger auch so eine Situation gehabt. Dann kommentiert das doch mal hier unter dem Video. Und für alle, die das hier jetzt nicht angeguckt haben, bitte, bitte versteht das nicht falsch. Ich möchte nicht den Beruf des Schornsteinfegers irgendwie schlecht machen oder sowas. Das sind ja auch nur Handwerker, so wie wir selber das auch sind. Und wir wollen hier im SHK Info Channel aufklären, damit es hier nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, dann liked das Video, teilt das gerne auch
Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr hier unten auf Abonnieren klicken. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und ciao.